Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Ich hatte ja eigentlich vor, das Ganze in mein Let's Play mit zu integrieren. Also jetzt hier das Ende von Minecraft praktisch. Allerdings ist mir jetzt bewusst geworden, dass das ganz einfach viel zu lange dauern würde. Ich müsste Enderman-Augen farmen. Dann müsste ich noch hier so eine, ja, so ein Kacki halt finden. So ein Loch zum Reinkommen. Haha. Nee, auf jeden Fall. Ich bin halt jetzt so angegangen, nebenbei danke an Black Blood für die ganzen Tipps. Ich habe mir erst Pre-Release 3 runtergeladen, damit ja ich diese Dinger hier finde. Die wurden in Pre-Release 3 irgendwie noch gesetzt. Hab das Teil dann halt hier gefunden, dieses Glasteil. Und in Pre-Release 6, was jetzt aktuell drin ist, wie man auch oben links schwer erkennen kann. Also da gibt's die halt nicht mehr. Und das hier ist dann, kann man sagen, so ein Eingang in die Höhle, keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall soll jetzt hier unten irgendwas sein und dann kann ich da ein Portal hin machen und dann kommt da irgendwie ein Endboss und dann backe ich mir ein Eis. So, boah, wie tief. Ist das schlimm. Jetzt gleich bin ich unten und da ist gar nichts. Das hätte natürlich auch Style. Wehe, wenn. Dann muss ich die Aufnahme löschen und jemanden töten. Alter, wie tief denn noch? Mit dem Schwert soll er doch schneller gehen, oder? War das mit dem Schwert? Ja, ich glaube, es geht schneller. Alter. Nee, oder? Okay. Hier vielleicht? Ah. Ey, es sah gerade echt so aus, als wenn er mich verarscht hätte. Der Sack. Nee, gut. Scheint ja zu funktionieren, das Ganze. Hier ist ein Mob-Spawner. Und das hier. Lol. Ich wechsle mal ganz kurz die Musik. Das passt gerade irgendwie nicht. Das passt irgendwie auch nicht. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir das. Doof, ey. Das Lied verbinde ich jetzt irgendwie immer mit einem Gemnets-Button-Video. Na gut. Ah! Die Enderman-Augen einsetzen. Ich habe natürlich alles gecheatet. Das ist eine neue Map. Lol. Ey! Lass mich in Ruhe! Ihr Schweine! Ha! Und jetzt? Ich jetzt hier reinspringen oder was? Soll ich mich jetzt hier opfern? Wow, Junge. Hast du nicht gelernt oder was? Explodieren die? Was passiert denn mit denen? Ey, Leute, es ist okay. Boah, what the fuck? Rüstung habe ich mir natürlich auch gecheatet. Holy shit, ey. Und jetzt? Wieso? Hä? Warum sieht das anders aus als die hier? So, willst du mich verarschen? Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich frag mal kurz nach und dann sehen wir uns gleich. Ey Leute, das war so ein Akt. Das hat jetzt echt eine Stunde gedauert nochmal. Das ist immer richtig eklig. Moment, passt das? Na, das passt glaube ich noch nicht. Ich habe jetzt 3 oder 4 neue Welten geladen, ja. Und jetzt habe ich es einfach nochmal gemacht und es ging plötzlich. Frag mich nicht warum, da gibt es wohl noch einen Bug. Und ich habe alles genauso gemacht wie gerade eben auch. Hier den Mob-Spawner nur halt noch zerstört, weil er mir auf den Sack ging. Und ja, ich dachte ja erst, weil diese Augen irgendwie komisch gesetzt sind, wie man sieht. Der hier ist zum Beispiel so und der halt andersrum. Dass das irgendwie mein Fehler war, aber die haben sich von alleine so hingelegt, wie ihr die jetzt hier gerade sehen könnt. Deswegen, daran liegt es nicht. Wenn ihr das nachmachen wollt, dann ladet euch Pre-Release 3 runter, packt da drauf und dann besorgt euch nur einen Fly-Mod. Fliegt am besten durch die Map, bis ihr irgendwann ganz, ganz große Glassäulen seht. Habt ihr ja am Anfang von diesem Video hier gesehen. Und wenn ihr dann da seid, grabt euch nach unten, dann seht ihr halt hier die Teile, die müsst ihr dann halt füllen mit den Augen, mit den Enderman-Augen. Und füllt halt alles bis auf ein Teil. Beziehungsweise ladet euch erstmal Pre-Release 6 runter, nachdem ihr die Gläser gefunden habt. Weil sonst ist das hier nämlich irgendwie verbuggt. Das sieht dann auch ganz komisch aus. Und ihr könnt dieses Portal hier auch noch gar nicht öffnen. Auf jeden Fall speichert bitte eure Map ab, bevor ihr das letzte Auge reinfüllt. Weil sonst ist es nachher verbuggt. Und ihr könnt das Ganze nicht in eurer Welt hier nutzen.
Ich springe jetzt einfach mal rein. Oh, ups. Boss-HP. Okay. Das sieht ziemlich krank aus. Hier, WTF. Okay, ganz viele Endermänner. Das soll ja auch angeblich die Enderman World sein. Gucken wir uns ja einfach mal ein bisschen um. Ich werde jetzt mal eben hier ein bisschen Dreck nehmen, um... Lol. Ist klar. Ja, ist klar. Okay. Das ist natürlich sehr fair. Ich meine... Was war das jetzt? Ich bin irgendwo in der Mitte gespawnt. Das war vermutlich dann so ein Spawnpunkt, wie wenn ich jetzt ein Höllenportal mache und da durchgehe und dann plötzlich... Ihr wisst ja, ich habe einmal im Let's Play so ein Höllenportal gemacht und war dann auf einmal direkt in der Luft. Das war dann praktisch meine Schuld, weil ich das Höllentor zu weit oben oder nee, zu weit unten gesetzt hatte. Irgendwie so. Aber ich kann ja schlecht beeinflussen, wie die Portale sind. Deswegen ergibt das gerade gar keinen Sinn. Was ich jetzt genau machen werde? Gute Frage. Ich bin anscheinend schon in einem Bereich, wo man Schaden in der Luft bekommt. Das heißt, auch wenn ich jetzt irgendwie einen Mod installieren würde, um fliegen zu können oder so, würde ich trotzdem nicht unbedingt überleben. Ich gucke einfach mal eben, ob es einen Singleplayer-Commands gibt für diesen... Ja, für Pre-Release 6 halt. Bis gleich. Ja, Leute, Singleplayer-Commands gibt's noch nicht. Ich werde jetzt denselben Flymod benutzen, den ich vorhin auch drin hatte. Der heißt, glaube ich, MyCraft. Ja, MyCraft. Da kann man verschiedene Sachen anstellen, die dann halt benutzen. Unter anderem halt Fliegen mit V. Warte. Tot. Direkt tot. Ich konnte mich nicht wehren. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich... Oh ja, super. Am Spawnpunkt. Danke, Welt. Vielen Dank. Das heißt... Warte mal, man kann doch irgendwie... Ja, toll. Das geht nur nicht hiermit. Ich könnte jetzt rein theoretisch slash back eingeben oder einfach nur back. Und dann bin ich da, wo ich vorher verreckt bin. Nur das geht ja schlecht. Das ist echt tofte. Gut, wir sehen uns dann gleich wieder vorm Portal. Was andere bleibt mir nicht übrig. Yo, okay. Ich habe die Welt jetzt nochmal etwas abgesichert. Was heißt etwas abgesichert? Ich habe es halt nochmal erneut irgendwo abgespeichert, so. Und jetzt bin ich gespannt, wie das Ganze jetzt verläuft. Die ganzen Items sind natürlich wieder mal gecheatet. Ich ja so ein ekelhafter Cheater bin. Ich denke mal, dass ich jetzt direkt wieder sterben werde. So wie ich mein Glück kenne. Da oben steht natürlich die Boss-HP, wie eben schon erwähnt. Allerdings habe ich den Boss so gar nicht gesehen. Ach, da hinten ist er, okay. Gut, dann warte ich jetzt erstmal, bis dieser Aslak irgendwie... Okay, der ist ein bisschen weiter weg. Wir gehen jetzt auf Nummer sicher. Ich habe da echt keine Lust drauf, hier nochmal runter zu fliegen, dann die Welt nochmal neu zu laden und so weiter. Das ist mir dann doch ein bisschen zu... Obwohl, ich kann gar nicht auf Nummer sicher gehen. Ich gehe jetzt einfach rüber. Danke! Vielen Dank. V. Und fliegen. Alter. Das sieht ja mal richtig krass aus. Nee, ich habe gehört, dass... Ach du Scheiße. Dass er seine HP regeneriert, indem er diese Teile hier etwas anzapft. Und ja. Ich kann mal eben gucken, ob ich die Brightness noch etwas höher stellen kann. Wo geht denn das? Ja, hier. So, jetzt können wir ein bisschen mehr sehen. Wow, fuck. Holy shit. Komm schon. Yeah. Ja, toll. Sehr toll. Jetzt baller ich mal die Teile an. Bringt das was? Oh yeah. Okay. Oh yeah. Mal gucken, wie zielsicher ich bin. Ma, komm schon. Oh, guten Tag. Lol, wie wenig Schaden bekommt der denn? Sag mal, kannst du auch mal irgendwie da verrecken? Ah, ein bisschen höher noch. Ah, magnifique. Los! Oh yeah. Da oben noch. Ach du Kacke, das wird Stunden dauern. Ich meine, ich könnte jetzt zwar auch einfach den Flymod anmachen, aber das wäre ja... Das wäre witzlos, das wäre langweilig für euch. Ey, kannst du jetzt auch mal treffen? Ich meine, ich könnte natürlich auch näher gehen oder so, aber das... Ich mache ja hier einen auf Robin Hood, ne? Treff doch mal bitte.
Sag mal, wohin geht der Pfeil denn? Ah, okay, ich hab's, glaube ich, was. Boah, ich wollte nicht dich treffen, tut mir leid. Okay, du hast gewonnen. Dupdi-dupdi-du. Guten Tag. Los. Ich treffe immer noch nicht. Aber wie schlecht bin ich eigentlich? Geht doch, vielen Dank. What? Ja, so nah wollte ich eigentlich nicht, aber... Gut. Lol. Das macht viel Schaden. Aber es ist jetzt auch nicht wirklich fair, dass ich hier gerade am Rumfliegen bin. Meint er echt, man muss den so töten? Ich glaube nicht, dass man den so töten muss, indem man hier einfach die Teile irgendwie zerstört. Und Schaden bekommt er auch nur, wenn er da irgendwie gerade in der Nähe von ist. Soweit ich das jetzt hier gerade beurteilen kann. Und komm schon. Ma. Dazu, so viele Bezugspunkte hat er jetzt nicht mehr. Zack. Zack. Und den hier noch. Das war's dann, glaube ich. Ja, sieht gut aus. Gut, dann stellen wir uns jetzt einfach mal hier hin. Relativ gefährlich hier. Würde ich mal sagen. Ach, da hinten ist er. Los, komm, Drache. Der hat mich ja noch nicht mal im Visier, Mann. Komm. Ach komm, ich wechsle mal die Musik. Ja, da passt ja mal gar nicht. Los, was haben wir denn da? Genau. Und Headshot. Und Headshot. Oh, oh, cool. Yeah. Drumlets Pray. Pray, genau. Drumlets Pray. Der Kanal, wo man offiziell beten kann. Drumlets Play, der Drachentöter. Bald im Kino. Jetzt verreck doch! Los! Oh. Ey. Oh. Wow, das musst du ziemlich zugesetzt haben. Komm, komm, komm her. Ma. Komm nur her, du hast Luck. Auf Befehl. Deine Welt ist dunkel. Stimmt sogar diesmal. Ich warte jetzt. Ich warte jetzt, bis er hier ist. Kommt einfach mal her. Oder komm du einfach mal her, nicht kommt. Mehrzahl ist hier etwas fehl am Platze. Komm. Ja, toll. Gehen wir mal dahin. Ist halt ein bisschen mehr mittig. Ma. Trau dich. Ich bin noch hier. Na, oh, scheiße. Sag mal, warum bekomme ich eigentlich keinen Schaden? Hm. Naja, egal. Ich wäre natürlich sowieso nicht gestorben. Nee, aber... Wenn das irgendwann mal ein bisschen mehr ausgebaut ist, dann machen wir da natürlich auch ohne Cheats und alles ganz legal und so, obwohl Cheat nicht wirklich illegal ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Dann gehe ich natürlich auch in meinem Let's Play dahin. Verreckt doch. Komm, wir gehen jetzt mal hin. Wenn wir schon... John. Genau, John. Wenn wir schon cheaten, dann richtig. Los, verreck, du elendiger Drecksdrache. Wie wenig Schaden machen wir denn an dem? Das Schwert ist da echt ein bisschen nutzlos. Oder bin ich blind? Warte mal, ich gucke jetzt mal nach oben. Okay, doch, es geht. Nicht unbedingt so viel, aber es reicht. Um ihn dann auch mal irgendwann zu töten. Jetzt, oh, jetzt mal die Hälfte. Scheiße, wenn man irgendwo mehr irgendwie HP-Bezugspunkt hat, ne? Das ist doof gelaufen, würde ich sagen. Jetzt, oh, bleib doch mal da. Aber der Drache sieht irgendwie, weiß ich nicht, nicht ganz vollständig aus, finde ich. Könnte an diesem klumpigen Dasein liegen. Keine Ahnung. Ey, sag mal, wie viel bringt es denn, wenn ich ihm direkt ins Gesicht baller? Jetzt.
Ey. Lol. Fast gar nichts. Okay. Lieber wieder mit dem Diamantenschwert hinterherfliegen. Los, los. Hat er unten. Hä? Hallo? Ach da. Hä? Meine Güte, ey. Boah, ja, das passt natürlich zu einem Bosskampf. Was nehmen wir denn da? Da. Zelda. Ne, Zelda Bossmusik. Wieso steht da Zelda? Ich glaube, das war ein Feld von Jamaican Beats. Donkey Kong natürlich. Donkey Kong 2. Na, 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 na. Hallo? Also, die Welt sieht ja ganz nett aus, auch unten mit den Endermännern. Allerdings fehlt hier irgendwie was. Das ist so tot, so. Er soll vielleicht auch so sein. Ich habe keine Ahnung. Ich schätze mal schon, aber irgendwie ist das hier so steril. So leer. Obwohl man da nicht wirklich von leer sprechen kann. Wenn ich hier runter gucke und 30 Endermänner sehe, dann ist das nicht wirklich leer, aber keine Ahnung, kann ich nicht beschreiben. Yeah, komm. Komm zu mir, komm in mir, wenn du sterben willst. Schwieriger als der Dead Island Boss ist er allemal. Ich freue mich schon, wenn der letzte Part on ist und ihr was zu lachen habt. Oh. Nein. Das sieht lustig aus. Oh. Er löst sich auf. Ja, EP. Ja. Hey. Ich würde die EP noch haben. Achso, Credits. Ich dachte schon, da kommt jetzt irgendeine coole Sequenz. Ja, Leute. Ich habe Minecraft offiziell durchgespielt mit Cheats, weil das Spiel einfach, wisst ihr, ist einfach viel zu schwer und ja, das schafft man gar nicht ohne Cheats. Das ist halt das schwerste Spiel der Welt. Nein, also, ich kann mir schon vorstellen, dass es recht anspruchsvoll ist, wenn man wirklich alles, oh, ich werde den Namen nicht erwähnt, ja, das wirklich, wo war ich jetzt stehen geblieben? Es ist, denke ich, schon recht anspruchsvoll, wenn man wirklich alles besorgen muss. Die Enderman-Augen, zum Beispiel irgendwie 12 Stück oder so. 4. Ja, 12, glaube ich, oder 16, keine Ahnung. Wenn man die besorgen muss, dann ist das schon relativ hart. Und dann noch, klar, ohne Cheats, ohne Fliegen oder so, darunter gehen, obwohl April Release 4 oder so, sieht man ja nicht mehr die Höhlen. Also die sind ja dann, die sind einfach da. Man hat kein Glas mehr, was da irgendwie rausragt. Man muss einfach so irgendwie ein bisschen rumgraben und suchen, bis man da sowas findet. Deswegen bin ich natürlich auch die ganze Zeit rumgeswitcht, so von Pre-Release 3 auf 6 und so weiter. Aber ich freue mich schon echt auf das offizielle Spiel. Wofür ich da nicht zahlen muss, weil ich ja schon in der Alpha-Käufer war. Cool, oder? Also, soweit ich das weiß, belohnt Notch alle die in der Alpha schon das Spiel gekauft haben, genau. Und die Leute, die in der Beta bzw. später dazu kamen, die müssen sich Patches kaufen für ein paar Euros. Das wurde früher auf jeden Fall immer gesagt, als das Spiel in der Alpha war. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so ist. Was Fakt ist, ist natürlich, dass die Alpha nur 10 Euro gekostet hat, die Beta 15 und das normale Spiel hat 20. Ja, und den Text habe ich jetzt auch mal vollkommen ignoriert, weil das einfach zu viel ist. Und ich das jetzt nicht so schnell übersetzen könnte. Besonders da mein Englisch nicht wirklich toll ist. Kommt drauf an, also Satzbildung, Sätze bilden auf Englisch ist schon echt schwer. Ich könnte da jetzt zwar schon alles verstehen, bis auf diese kryptischen Zahlen, die da stehen, diese, wie hießen die nochmal? Inkognito oder so bei Pokémon? Egal, auf jeden Fall, die Wörter kenne ich eigentlich schon relativ viele. Also Vokabeln habe ich schon gelernt. Alles drumherum eher weniger, weil ich viel blau gemacht habe, egal. Könnt ihr jetzt aber bitte aufhören? Ich wollte jetzt hier nicht
8 Liter Text lesen. Das ist ein bisschen viel. Ich guck mir das dann vielleicht nochmal an, wenn ich das Ganze render. German Let's Play, Player of Games. Ah, take a brief. Oder breath? Keine Ahnung. No. Let your limbs return. Yes, move your fingers. Have a body again. Under gravity. Oh yeah, in air. Kann man einen geilen Text draus machen, Mann. Und dann erstmal fett rappen. Who are we? Oh yeah. Auf Befehl. We are everything. Yo. Okay, und jetzt mit sehr schönem Akzent. Onse upon Atime. Sere was a player. Sehr player was you, German Let's Play. Oder German Let's Play, hört sich noch cool an. Sometimes I tof itself human on the thin crust of a spinning globe of molten rock. The ball of molten rock, the clad a ball of blazing gas, etwas 330,000 times. Mal nicht so schnell. Tomme times, the player dreamed it was lost in a story. Some times, the players, wir wollen ja hier nicht irgendwie falsche Sachen vorlesen. Dreamed it was otter things in otter places. Some times, oh mein Gott, wie schnell denn? The streams wäre disturbing. Some times wäre beautiful indeed sometime. Mein Gott. Let's go back. The atoms of the player were scattered in the grass, in the rivers, in the air, in the ground. A woman scattered the atoms. Ey, wie soll man das denn vorlesen? Besonders, ich rede ja schon krüppeliges Denglisch. Let's go for Tabak. 7 billion, billion, billion atoms of the player's body were created long before the skame in the heart of star. So the player to is information from a star, and the player moves through a story with a forest on of information planted by a man called Julian on a flat infinite world created by a man called Marcus. That, mein Gott. Some times it's called them planets or and stars. Some times it believe it was in universe. Universe wäre schon wieder zu viel Englisch gewesen. Universe that was made of energy. That was made of and ons. Zeros and ons, Linz of Code. Voll gestört, mein Gott, wie viel er noch? You are alive. And some times the player believes that the universe had spoken to it troth. The sunlight that came troth the shuffling leaves of the summer trees. And some times the player believed the universe had spoken to it troth the lead that fell from the crisp. Ableitung von Crispies, vermutlich. And some times the player believed the universe had spoken to it. Huh? Ist das irgendwie eine Wiederholung? And the universe said everything you need is within you. And the universe said you are stronger than you know. Than you know. Tut mir leid. And the universe said you are the daylight. In your eyes, I wanna be sun. Nein, egal. And the universe said you are the night. And the... Boah, wie viel sagt denn das Universum? Mein Gott, ist zwar unendlich, aber muss nicht so viel sprechen. Mit was kann man das Universum wohl vergleichen? Mit einer Frau. Ha. War nicht sexistisch. And the universe said I love you because you are love. Oh. And the game was over, and the player woke up from the dream, and the player began a new dream. Genau, der pennt den ganzen Tag nur. And the player dreamed again, dreamed better. Wahrscheinlich von irgendwelchen nackten Frauen. And the player was the universe, and the player was love. You are the player, wacke up. Ups. Oh, hab ich eine Scheiße geträumt, ey. Ich hab geträumt, dass ich irgendeine Scheiße aufgenommen hab und richtig geil Englisch gesprochen hab. Toll. Jetzt kann ich das hier noch vorlesen. Minecraft Credits. Created B. Markus Person. Game designed.
Programming and Graphics. Ich weiß, ich könnte schon längst aufhören zu aufzunehmen, aber das ist einfach zu lustig. Ich finde das einfach geil, so alles vorzulesen. Game Design, Programming and Graphics. Markus Persson, Jens Bergensten, Musik and Sound, Daniel Rosenfeld, oh, hört sich sogar deutsch an, Ingame Artworks and Paintings, Christopher Zetterstrand, Endgame Narrativ, Julian Goch, Webseite Development, Tobias Müllstamm, Daniel Frisk, Leonard Axelsson, Jens Bergensten, Markus Persson, Logan Permitional Artwork, Markus Toivonen, Business and Administration, Karl Manne, Daniel Kaplan, Direktor von Lydia Winters, die mochte wohl von Number Crunching and Statistik, Patrick Geuder, warum ist ein Patrick Geuder grau? Das ist bestimmt ein Fehler. Additional Programming, Paul Spuna, Skavevlus, Schipualantipus, Mustus Technologies, Uset, Java bei Oracle, LW Jiggle bei Money Talented Peopel, Java ist scheiße, 3D Sound System bei Paul Lamp, Jobs bei J-Craft. Ah cool, wieder ein dänischer Satz. 20 Jahres, from no, you will be more disappointed by the things that you didn't war schon wieder zu viel Englisch, do than by the ones you did do. So, throw off the both lines, sail away from the server harbor, catch the grenade fire. Scheiße. Ich hätte nicht singen dürfen. Oh Mann. I catch a grenade for ya. Denn ihr seid alle scheiße, oh ja. Ich hab euch alle beleidigt, hasst mich. Ja toll. Und jetzt? Jetzt können wir nochmal kurz gucken, ob... Moment, wo? Das war hier, wo ich runtergegangen bin. In dieses Loch habe ich mich verkrochen. Haha. Hä? Lol. Achso, okay. Nee, ich wollte schon sagen. Das Teil habe ich ja selber dahin gemacht. Okay. Ich lass mich mal reinfallen. Das hat auch Style. I believe I can fly und V. Yeah, Saving Chunks. Guten Tag, wie geht's euch denn hier? Ich glaube, ich habe auch einen Führer getötet. Das findet ihr, glaube ich, nicht so toll. Lol. Gar nicht viel. Lol! Guckt euch mal, welches Level ich hab. Ist so das Level, oder? Oder ist das die EP? Ich glaube, das ist das Level. Alter! Hoffe ich zu penetrieren, Mann? Könnt eure Mutter penetrieren? Was ist das denn hier? Ja, ich glaube, ich finde hier nur noch ein paar Fissel oder so, aber das ist schon echt krass. Und das hier ist dann vielleicht der Rückportal oder so. Lol. Okay. Und wieder von neu. Mine Kraft. Nein, natürlich nicht. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Das Denglisch war vielleicht etwas mehr unterhaltsam als der Rest. Oder gar nicht. Und ihr fandet es total nervig und habt vorgespult, ihr Penner. Dürft ihr gar nicht machen bei meinen Videos. Wehe, wenn. Also erwische ich irgendwann mal irgendwen, der irgendwie bei meinen Videos vorspult. Und ich trete ihm so in die Eier. Egal. Ich möchte jetzt hier nicht enragen. Oh, er hat meinen Namen nochmal geschrieben, sehr nett. Egal, wir sehen uns bei den nächsten Videos. Läuft der Let's Play normal weiter. Habt ihr jetzt halt hier ein langes Video. Ist das lang? Ich glaube nicht, egal. Tschüss, bis dann. Nee, lieber nicht.